So, jetzt machen wir unsere Kartoffelknusper. Da haben wir Esspapier aus Spanien. Das ist ein ganz interessantes Produkt. Kriegen wir über die Firma Boos in Meerbusch. Kann man auch als Privatkäufer bei ab 50 Euro liefert der frei Haus. Das sind solche Platten. Im Endeffekt ist das nur Kartoffelpüree, was aufgestrichen wird und gefriergetrocknet wird. Und dann gehen wir hier einmal dran, ziehen das ab und dann nehmen wir uns, was wir meiner Frau im Büro geklaut haben, den Papierschneider und schneiden uns so breite Streifen. Dritteln den. So, dann haben wir jetzt drei so Bahnen, haben hier ein kleines Röhrchen, Pinzette und dann gehen wir an die heiße Fritteuse, legen die für ein paar Sekunden rein. Das ist jetzt nicht zum Nachmachen empfohlen, man sollte vielleicht ein paar Handschuhe oder sowas tragen. Nachdem ich das 30 Jahre lang mache, habe ich so viel Hornhaut an den Fingern, dass ich es machen kann für zu Hause. Ziehen Sie sich irgendeinen Gummihandschuh an oder am besten einen Baumwollhandschuh, einen Gummihandschuh drüber. Verbrennen Sie sich gar nicht. Jetzt haben wir unsere Knusperröhrchen. Was eigentlich relativ einfach aussieht und einen großen Effekt bei Ihren Gästen macht, ist, wenn Sie mal so einen gefüllten Cannelloni machen. Dann halten Sie den so auf einer Seite zu und füllen den schön mit Ihrem Püree und legen den so schön ans Fleisch an und haben einen Eyecatcher, der Ihre Gäste begeistern wird. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de